Jetzt wird sowieso noch kommen, so wie ich sage, die wollen mich stoppen überall. Jetzt kommen, es gibt eigentlich Acetylcarnosin-Tropfen. Acetylcarnosin sind Tropfen. Sie haben in Russland probiert, 80% grau und starr gestoppt. L-Acetylcarnosin. Und in China sogar 100% altersbedingte grau und starr. Und man darf es nicht machen. Und jetzt kommt Robert Franz und bringt die Tropfen. Jetzt können sich die Bürokraten sich was einfallen lassen, weil diese Tropfen habe ich nicht für die Menschen gemacht, sondern für Kobold Makis aus Madagaskar. Wenn du zu Hause einen Kobold Maki hast, der so riesige Augen hat und grauen Star hat, kannst du die Tropfen kaufen. Jetzt bin ich neugierig, was die Bürokraten eigentlich machen. Die müssen jetzt Gesetze für Tiere von Madagaskar in Europa verbieten. Und das heißt, Robert Franz gibt dann immer wieder so kleine Denkaufgaben, aber nur auf ternärem Niveau. Ich könnte auch höher gehen, aber Da das sind wir wäre. wieder bei Catch Me If You Ja, catch me if you can. Also das Can. ist richtig verrückt, was da läuft. Ich werde überall gejagt von jedem, aber die haben null Chance. Und jetzt bin ich auch stark genug, um denen Gas zu geben. Aber richtig. So schnell wird die Menschheit nicht, ich weiß, vergiftet und gar nichts mehr. Die Zeiten sind vorbei. Aber es gibt ja auch Mediziner, muss ich jetzt auch noch mal so ein Ja? bisschen in Schutz nehmen. Ein paar gibt es ja, die wirklich auch umdenken und auch schon allumfassend sich schlau machen, ne? Und Klar, klar. Heilpraktiker noch parallel machen. Also es ist zwar noch nicht gang und gäbe, aber ich finde, wir sind ja, das ist schon spürbar, dass da auch was passiert. Ja, spürbar, dass die Welt sich ändert. Richtig, weil auch die Menschen, die zu den Ärzten gehen, bringen ja schon Informationen mit inzwischen, ne? Und Genau, die Ärzte also werden durch den Patienten gescheiter gemacht eben. Ich, ja, also so kann man es nennen. Also ich habe eine Geschichte mal gehört, da war eine junge Frau, die meinte, ja, der Arzt hat mich gefragt, wie ich meine Schmerzen wegbekommen habe. Und sie meinte eben durch MSM, also organischen Schwefel. Genau. Wie hat er, also er war völlig verdutzt wohl, ne? Und sie sagt, ja, ich bin jetzt schmerzfrei. Ja, ich habe auch einen Arzt gehabt, einen Arzt, der auch Naturmittel, sagte Robert, ich habe einen Patienten geschafft, wegkriegen von den Schmerzmitteln, bei Entzündung und Rheuma, du hast vier Patienten geschafft. So, das hat es zugegeben, dass durch die Mittel jetzt der Arzt therapiert mit diesen Mitteln, sodass, das aber auch zu Thema, wie auch immer, Ärzte, Pharma, was auch immer, sind viele Sachen. In der Natur gibt es keine Ärzte, gibt keine Richtig. Krankenkasse, keinen Krankenschein, keine Krankenhäuser. Es gibt nur Leben oder Tod. Was soll das Ganze? Pipapo, was auch immer ist. Und darum, ich bleibe so, ich bin für die Natur.